Willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir uns mit dem Funktionstest vom CorPuls 1 beschäftigen. Den führen wir einmal am Tag durch, beziehungsweise nach jeder Patientenanwendung. Es gibt zusätzlich noch einen monatlichen Test, auf den wollen wir hier allerdings gar nicht eingehen, der ist ein bisschen umfangreicher. Wie immer, wenn ihr nochmal was nachlesen wollt, findet ihr die Informationen dazu in der Gebrauchsanweisung. Und dann würde ich sagen, Ben, starten wir. Ja, sehr gern. Als erstes schaut, ob die grüne LED regelmäßig blinkt. Bedeutet, Selbsttest bestanden. Danach schaut euch das Gerät von allen 6 Seiten an. Mögliche Beschädigungen, Kratzer und Verschmutzungen können hier identifiziert werden. Dazu auch die Fronttasche öffnen. Hier ein Blick auf die Funktionstasten, die Softkeys, das Display. Keine Kratzer, einwandfrei. Im zweiten Schritt schauen wir uns das Zubehör und die dazugehörigen Kabel an. Beim Zubehör auch hier einmal das Verfallsdatum bitte beachten. Exemplarisch hole ich jetzt einmal das Pulsoximetriekabel heraus, prüfe es auch auf Beschädigungen und gröbere Verunreinigungen. Jawohl, alles in Ordnung, passt. Am Ende der Sichtprüfung schaut hier nochmal an der Seite nach der SD-Karte, ob die gesteckt ist. Anschließend wollen wir jetzt auch noch den Defibrillator testen. Dafür schalten wir den CorPuls 1 zunächst einmal ein. Er führt jetzt auch einen Selbsttest durch. In der Zeit können wir schon mal unser Testequipment vorbereiten. Für den Defibrillator-Test haben wir entweder den Testload zur Auswahl, der ist bis maximal 50 Joule zugelassen, oder den CorPuls Simulator. Den wollen wir jetzt auch hier verwenden, das heißt, wir nehmen uns den jetzt einmal mit hier rüber, schalten ihn schon mal an und wählen dann am CorPuls 1 den manuellen Defibrillationsmodus aus. Hier schließen wir jetzt statt den Therapieelektroden jedoch den Simulator an, kennzeichnen diesen Einsatz jetzt auch als Testeinsatz und können anschließend die Energie auswählen. Hier haben wir jetzt kein Limit, das heißt, wir laden jetzt auch die vollen 200 Joule und geben dann gleich einen Schock ab. In dem Fall ist es so, wenn der Schock erfolgreich abgegeben ist und keine Fehlermeldung erscheint, ist der Test erfolgreich durchgeführt. Wenn ihr zusätzlich an eurem CorPuls 1 Schockpedals verwendet, müssen diese natürlich auch getestet werden. Dazu nehmt sie aus der Halterung heraus. Schaut euch die beiden Kontaktflächen an. Sie sollten frei von Verunreinigungen und tieferen Kratzern sein. Danach bringt sie aufeinander und betätigt die Taster. Der Kontrollton zeigt euch an, dass die Tasten funktionieren. Hier könnt ihr die Energie verstellen. Abschließend wollen wir jetzt auch noch den Ladestand des Geräts kontrollieren. Hierfür schließen wir es zunächst an die Stromversorgung an. Die Anzeige springt jetzt von Minuten auf Prozent und sollte mindestens 30 betragen. Das ist hier der Fall. Wir sind also fertig mit unserem Test, können das Gerät jetzt ausschalten. Dann sind wir fertig, oder? Packen dann sind wir fertig. Bis zum nächsten Mal. Ach so, wie immer, lasst natürlich gerne ein Like da. Ciao!